Also wir haben Sprache, Musik, Tanz, was gibt's noch? Kunst. Kunst. Und es ist jeden Montag, den ganzen Schultag. Alle 5 Stunden. Die Altana Kulturstiftung hatte sich zum Ziel gemacht, Kindern und Jugendlichen zeitgenössische Kunst und Natur nahezubringen. Dafür werden Künstler in Schulen eingeladen, um mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam eine schöpferische Forschungsreise anzutreten. Die Gesamtidee des Kulturtagjahres fußt dabei immer auf unserer stiftungseigenen Sammlung zeitgenössischer Kunstwerke, die sich eben auch ausschließlich mit dem Thema der Natur befassen. Und die Natur ist uns deswegen so wichtig als ja, sprichwörtliche Spielwiese, aber auch als Wahrnehmungsschule, wie wir immer sagen, weil sie eben die Kinder, anders als jetzt zu Hause vor dem Computer zu sitzen zum Beispiel, sofort physisch und mit allen Sinnen fordert. Total Hammer. Ich sehe ganz hell, das ist grün, ganz dunkles, da hinten ist ein Gelb, dann ist da noch ein braunes, das sind Äste, ein Riesenbaum. Dahin habe ich so eine kleine Höhle entdeckt. Das heißt, sobald die eben den Boden in der Natur betreten, müssen die wahrnehmen, wo bin ich, wie ist das Wetter heute. Und dadurch nehmen sie eben auch die Dinge um sich herum sofort ganz anders wahr und viel aufmerksamer. Und dieses andere Wahrnehmen und auch vielleicht nochmal genauer wahrnehmen, dient natürlich als hervorragende Grundlage, um dann künstlerisch damit zu arbeiten. Zum Beispiel hier ins Museum kommen, vor die Kunstwerke der Altana Kulturstiftung, der eigenen Sammlung, ist es uns wichtig, erstmal genau mit Ruhe und Muße ein Kunstwerk zu betrachten. Und dann möchten wir mit den Kindern möglichst frei und assoziativ zu diesem Kunstwerk arbeiten. Sie denken sich Geschichten aus, sie musizieren vor dem Bild, ganz oft machen wir das kreative Schreiben vor den Kunstwerken als Anlass und als Impuls für die eigenen kreativen Texte der Kinder. Also bei dem Projekt an der Hölderlin-Schule, was ja sehr stark durch die Altana Kulturstiftung konzipiert ist, finde ich das Besondere das Interdisziplinäre der Künste. Also dass die Kinder zunächst einmal mit ganz verschiedenen Kunstformen in Kontakt kommen und auf diese Weise einfach ein Spektrum kennenlernen von Kunst und Ausdrucksmöglichkeiten und auch Persönlichkeiten. Ja? Also die ganzen dort vertretenen Künstler sind ja wirklich künstlerische Persönlichkeiten, was ihnen jedenfalls ungeahnte Möglichkeiten offenbart. Und darüber hinaus lernen sie auch, wie die Künste sozusagen zusammenhängen und sich verbinden. Also dass das Papier zum Beispiel, auf das man zeichnen kann oder aus dem man eine Maske bauen kann, eben auch ein Klangkörper ist. Thank you.
Die Kinder, die finden das cool, mit Künstlern zusammenzuarbeiten. Das ist für Kinder eine ganz neue und ganz eigene Welt, die eben nichts mit Lehrerwelten oder mit den Berufswelten ihrer Eltern zu tun haben. Das sind coole Leute für die Kinder, die Tänzer, die sich plötzlich da so hinstellen und sich vor gar nichts genieren, die eine Haltung an den Tag legen, wo die Kinder immer erstmal alle ans Kichern kommen, ne? Oder Musiker, die Disziplin von ihnen verlangen, wo sie bisher immer vielleicht auch etwas undisziplinierter waren, wo sie dann merken, was für einen Wert das alles hat. Und das nehmen sie mit und das lernen sie. Ich brauche nicht Kindern Bewegung beizubringen. Das ist etwas, das ist, wird ganz deutlich mit der Arbeit mit Kindern. Die wissen, wie sie sich bewegen. Sie müssen nur wieder lernen, dass alle diese Impulse auch da sein dürfen. Denn die haben ein großes, also wie jeder von uns, ein großes Potenzial an Kreativität, an Schöpferkraft, ja, und sich auszudrücken. Ich möchte Ihnen ganz stark mitgeben, die Offenheit, sich überraschen zu lassen. Ja, und auch, dass Sie durch teilweise diese schwierigen Phasen, die, wenn man Musik entwickelt gemeinsam und es nicht weitergeht, dass Sie lernen, durch diese schwierigen Phasen auch durchzugehen. Wenn man den Kindern künstlerische Prozesse vermitteln will, auch zeigen, dass das eine Entwicklung braucht. Ja, also wenn man gerade sich auch mit diesen zeitgenössischen Themen beschäftigt, sind viele natürlich erstmal erstaunt, was ist das? Und wenn man ihnen Zeit gibt, ja, und die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, dann finden die selber einen so tollen und klaren Zugang dazu, dass ich oft einfach, also erstaunt reicht eigentlich gar nicht als Ausdruck, wenn ich sehe, was am Ende da rauskommt. Und das heißt, sie brauchen Zeit und sie brauchen die Möglichkeit zu scheitern. Sie brauchen die Möglichkeit zu überlegen, zu verwerfen und wieder neu zu gestalten. Und das ist das, was ich als Künstlerin ihnen mitgeben kann, weil ich bin nicht dazu da, zu sagen, das ist gut und das ist schlecht, weil so funktioniert Kunst nicht. Und was auch wichtig ist, wir haben ja auch immer in so kleinen Aufführungen die Kinder dazu gebracht, einfach ja, für sich zu stehen und zu performen. Ja, und, das brauchst du immer.
ja, ob du Musiker bist, Künstler oder nicht, selbst in deinem Alltag musst du immer Leuten begegnen, wo es wichtig ist, klar zu sein und bei dir zu sein und klar zu kommunizieren. Ja. Viele Lieder singen und so, und am Ende, das war das Beste für mich.